Bein. Und immer wenn er sich das Bein stößt, bilden sich Wasserblasen und die gehen auf und das fließt immer ab. Und das wird nicht trocken. So wie bei Reiner. Und die bakterielle Entzündung geht auch nicht weg. Du musst die jahrelang Antibiotika nehmen und jetzt kriegt er so ein Desinfektionsmittel, das er einnimmt. Und das hilft jetzt endlich. Okay, soll ich mal bitte schreiben, was? Ja, den hat er schon. CDL heißt das. CDL. Thank you.
Hallöchen. Ich denke, man sieht den Unterschied zwischen wirklich gut gespeinten Pfeilen und Pfeile, die nicht zu dem Bogen passen, sieht man jetzt recht deutlich. Ja. Also die letzte Gruppe war wirklich sehr dicht beieinander. Die letzten zwei Pfeile habe ich absichtlich tiefer geschossen, um nicht noch einen Robin Hood hier zu verursachen. Und dabei, ich schieße wirklich nicht gut. Ja. Also hier, Mohawk Power, ja. Also der Bogen ist schon die Härte. Ja. Jetzt die neuen Pfeile dazu, die wirklich dafür gedacht sind, die für den richtig gespined worden sind. Ja. Das macht einfach nur Laune. Ja. Demnächst mal gucken auf längere Entfernung. Ihr wisst, da schießt leider in der Wohnung und da sind jetzt zwei, drei Pfeile, die sind einfach mal durch den Sack durchgegangen. Ja, die Spitzen haben es ausgehalten, Pfeile sind nicht kaputt. Bin ich schon mal sehr froh drum. Also im Holzfall werden sie wahrscheinlich jetzt im Eimer. Ja. Und mein lieber Henry, war eine sehr gute Empfehlung, die Pfeile zu nehmen für den Bogen. Ja, Dankeschön dafür. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Weiteres kommt dann irgendwann mal. Ja. Und mal gucken, dass ich demnächst auch mal runter auf den Rasen kann. Das werden wir dann aber sehen. Also von daher erstmal ein, zwei. Danke für den Tipp. Ja. Leute, kauft euch anständiges Zeug, kauft keinen Schrott. Lasst euch anständig beraten, dann schmeißt das Geld nicht zweimal raus. Wie meine Frau immer sagt, billig gekauft ist doppelt gekauft. Also, in dem Sinne, wir sehen uns.